Wir fliegen nach Hamburg-Finkenwerder. Hinter dem Elbdeich liegt das größte deutsche Airbus-Werk. Wir schauen in Halle 260. Hier werden Rumpfteile, auch Rumpfsektionen genannt, für mehrere A380 gleichzeitig zusammengebaut. Wie das geht, erklärt uns Frederik Wolter. Wir befinden uns hier in der A380-Flugzeugrumpfmontage und wir stellen hier aus mehreren Großbauteilen einen Flugzeugrumpf her. Das tun wir in Abschnitten, weil das Flugzeug in der Länge ja knapp 80 Meter lang ist. Das können wir nicht in einem Teil herstellen. Somit tun wir das in Abschnitten, die wir hier im Fachjargon Flugzeugrumpfsektionen nennen. Anschließend installieren wir Halter. Die Halter sind notwendig für die weitere Installation von Systemen wie zum Beispiel Kraftstoff, Sauerstoff, Frischwasser, Abwasser. Wenn wir fertig sind, liefern wir die Sektion an die Ausrüstungsmontage, wo eben entsprechend diese Systeme installiert werden. Am Ende steht ein komplett fertiger Rumpf zur Verschiffung zur Verfügung. Während die Hamburger die Rumpfsektionen montieren, sind im britischen Airbus-Werk die Tragflächen fast fertig. Und in den französischen Werkhallen nimmt das Cockpit Gestalt an.